Hallo Freunde, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Die neue Lutschest, und zwar die September-Ausgabe, ist heute mit der Bus gekommen. Hier steht sie schon. Ich bin gespannt, was drin ist, und deswegen machen wir die auch gleich auf und schauen mal hin, was da ist. So. Dann packe ich die natürlich wie immer auch hier rüber auf die Seite. Denn ich möchte auch nicht unbedingt spoilern. Und ich möchte natürlich auch den Überraschungseffekt haben. Denn ja, ansonsten wäre es da alles völlig sinnlos. Ich packe mal das Mikro ein bisschen rüber, weil das stört etwas. Wir fangen mit dem T-Shirt an, Freunde. Und wir haben ein T-Shirt drin. Ja. Was ist auf dem T-Shirt drauf? Wir haben einmal eine Gameboy-Konsole. Das Ganze ist in Rot gehalten. Ihr seht es hier in der Kamera ja bereits drin. Und ja, da sind Drachen mit drauf. Und zwar einmal so in Rot, das aussieht wie Feuer praktisch. Und hier unten ist ein kleiner schwarzer Drache. Womit das Ganze zusammenhängt, tut mir furchtbar leid, aber ich war nie ein Nintendo-Spieler. Mir sagt das so in der Form auch gar nichts. Ich werde es mal kurz anziehen und wir sehen uns gleich wieder. Ja, bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder. Dank der modernen Schnitttechnik im Video ging das jetzt ratzefatz. Vom Motiv hier selbst gefällt mir es natürlich sehr gut. Die Farben sind kräftig. Das T-Shirt passt. Was soll ich dazu noch sagen? Nur welches Motiv oder welches Crossover das Ganze hat, das werden wir wahrscheinlich erst später erfahren. Denn dann, wenn ich natürlich in die Zeitung reinschaue, also beziehungsweise in unser Spoilerheftchen, ja, ins Lootbook sozusagen. Wir machen gleich weiter mit dem nächsten Artikel. Und wir haben. Das fühlt sich an wie ein Erfrischungstuch. Wir haben hier salziges Karamell. Und das ist ein Pulver. Es ist ein Pulver, weil es staubt. Es riecht sehr karamellig. Ja, hier sieht man es jetzt natürlich ganz schlecht. Ich zeige euch das mal hier. Vielleicht könnte man es auch. Nein, ich ziehe es nicht durch die Nase, also keine Angst. Ich gehe mal mit der Zunge ran und probiere es einfach mal. Es schmeckt stark nach Karamell und leicht salzig. Also es ist definitiv das, was draufsteht. Ist jetzt nicht unbedingt so, was ich jetzt bevorzuge. Aber es hat definitiv was. Dann machen wir auch gleich weiter mit dem nächsten. Ich habe schon gedacht, da ist nochmal sowas drin, aber ist es Gott sei Dank nicht. Ist was anderes. Wir haben hier einen Schlüsselanhänger. Und zwar in Form von Pac-Man. Jetzt habe ich natürlich hier einen total klebrigen Hänger. Finger und Hände. Das ist. Durch das Karamell jetzt. Ja, ich bin gleich wieder da. Ich wasche mir mal schnell meine Pfoten. So, da bin ich wieder. Ja, schnell Finger gewaschen, jetzt geht das nicht mehr so. Ja, ein Schlüsselanhänger in Form von Pac-Man. Finde ich cool. Ist ein schöner Artikel. Ist so ein bisschen auf. Ja, aus. Plastik halt als Kunststoff, man kann es so ein bisschen biegen, ihr seht das ja, und würde ich jetzt in erster Linie erstmal zulassen, weil es ist nicht unbedingt so mein Sammelgebiet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Jedenfalls scheint mir heute viel was mit Nintendo-Sachen zu haben, obwohl es ja bei der Lutschester nicht themenbezogen was gibt. Aber immer das T-Shirt mit der Konsole drauf, immer der Pac-Man-Anhänger. Wir machen mal weiter mit dem nächsten Artikel.
Oh Gott, ich fühle hier was Großes, Weiches und ich vermute, dass es ein Kissen ist. Aber wir haben hier noch eine kleine Box drin. Und wir haben hier von Suicide Squad. Okay. Und das sieht aus wie. Das ist ein Fahrzeug mit einer Figur drin. Was natürlich auch fair, denn das hat so einen Pullback-Mechanismus. Wir hatten das schon mal beim Lego-Modell. Ich hoffe natürlich jetzt, dass ich entweder Harley Quinn drin hätte oder Batman oder den Joker. Kann eigentlich jeder sein, bis auf Bane, weil den mag ich nicht. Bitte lass es nicht Bane sein. Ich meine, welche Möglichkeit besteht es, dass es Bane ist? Eine Figur von fünf Ganzen. Es ist auf jeden Fall ein Blindback. Es ist nicht Bane. Das fühlt man so ein bisschen. Ich würde sagen, es ist Harley Quinn und zwar die, die vorne drauf ist. Aber wir werden das gleich sehen, denn wir machen das Blindback auf. Jawohl, ich habe es sehr gut geraten. Und wir haben hier einmal Harley Quinn in ihrem quietschbunten Fahrzeug drin. Und der Beweis, dass das wirklich rückwärts fährt. Wir ziehen das zurück. Schaut oben in die Kamera hier. Es funktioniert. Da freue ich mich wirklich drüber. Das ist ein schöner Artikel. Vor allem, weil ich ja auch so ein bisschen Marvel-Fan und DC-Fan bin. Und Batman sammle ich ja sowieso und das gehört eben teilweise mit zu Batman auch und eben Suicide Squad, der Film, da ja jetzt der zweite Teil rauskam. Und ja, gefällt mir wirklich sehr gut der Artikel. Ist auch schön gezeichnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Harley Quinn kann sogar so ein bisschen den Kopf bewegen, man kann das so ein bisschen variieren halt. Ja. Dann machen wir mal weiter. Der nächste Artikel. Und jetzt kommt das Kissen wahrscheinlich. Und ich hoffe nicht, dass es was mit Star Wars zu tun hat. Wir haben ein Kissen von Super Mario. Und zwar der Pilz. Mann. Wie auch immer der jetzt heißt. Ich bin am Überlegen, ob ich das Kissen behalte. Ich habe ja draußen in meinem Wohnzimmer eine ganze Menge Kissen. Ich guck mal, ich werde vielleicht kurz mal mit meinem Handy ein Video machen und blende euch das jetzt in. Jetzt habt ihr gesehen, das ist meine Kissensammlung. Und ja, ich denke mal, vielleicht machen wir das wirklich dazu. Ich lasse es erstmal verpackt. Denn ich denke mal, dass noch ein bisschen was drin ist. Ich hoffe es jedenfalls. Und ja, ich fühle ein Buch. Ein relativ schweres Buch, ein relativ großes Buch. Es nimmt die komplette Fläche der Kiste ein. Und das dürfte auch der letzte Artikel schon sein. Wir haben drin. Ein Buch über Harry Potter. J.K. Rowlings magische Welt, Filmzauberei. Mit Figuren und Orte aus den Filmen. Also es ist nicht nur das Harry Potter-Thema, sondern auch fantastische Tierwesen. Ja. Wenn das so aufgemacht ist wie das letzte Buch aus Fantastische Tierwesen mit diesen Infos und Eintrittskarten dabei, bin ich Fan von. Es ist jedenfalls schon mal sehr schön gestaltet. Es gibt wahrscheinlich auch mehrere Bände. Wir haben hier Band 1. Es ist auch hier so ein Relief mit drin. Also man merkt das, dass die Einband so ein bisschen eine Struktur hat. Und
Wir schauen mal, wenn, nein, es scheint leider wirklich nur. Doch, wir haben auch so ein paar kleine Sachen noch mit drin. Ja, cool. Das sieht doch gut aus. Auch hier ein paar Aufkleber und nee, sind Aufkleber tatsächlich. Ja, das ist super. Das freut mich natürlich. Und dann werde ich mir das natürlich auch mal zu Genüge führen. Wir haben natürlich hier den Koffer mit so einem. Das kann man dann hier oben rausziehen, nehme ich an, dass der Koffer aufgeht. Oder man knickt das einfach hoch. Ja, dann sieht man da die Gepäcksorten mit drin. Hier haben wir auch nochmal was. Das ist eine Identifikationskarte. Dann haben wir hier auch eine ganze Menge Aufkleber. Also behalte ich definitiv, weil das finde ich immer interessant, weil vor allem auch so ein paar Gimmicks mit in den Büchern mit drin sind. Das ist schon sehr interessant. Und was haben wir noch? Ja, wir haben was zum Wegschmeißen. Ich hol's gleich mal. Wir haben eine Postkarte drin. Und zwar Crossover zu Guardians of the Galaxy und Call of Duty. Und das Ganze nennt sich Call of Duty. Finde ich eine gute Idee. Gefällt mir sehr gut. Behalte ich auch definitiv die Karte. Die ist cool gemacht. Und was haben wir noch drin? Wir haben hier immer noch unser Heftchen. Auch mit dem, das ist jetzt auch von Mario mit Bowser auf so einem Strandbuggy. Und haben wir noch was drin? Nein. Damit ist die Box komplett leer. Ihr seht das. Und dann schauen wir doch mal kurz drin. Die Preise, wie immer, habt ihr bereits hier unten gesehen, den Artikel auch hier auf der rechten Seite. Da blende ich dann immer ein. Diejenigen, die meine Videos schauen, wissen das inzwischen. Wenn ihr auch so eine Box haben wollt, ganz am Anfang im Video habe ich euch hier unten was eingeblendet. Ihr findet das Ganze, falls ihr es nicht aufgeschrieben habt oder nicht mehr vorspulen wollt, oder zurückspulen beziehungsweise wollt, auch in der Beschreibung unten im Video mit drin. Ja, das sind sämtliche Links und sämtliche Codes, wo ihr so eine Box euch bestellen könnt, auch wo ihr natürlich Prozente kriegt, wenn ihr meinen Gutscheincode nutzt, der mit angegeben ist. Nicht nur bei der ersten Abo-Box, auch im Shop könnt ihr Prozente kriegen. Natürlich nicht so viel, aber geht hin, bestellt euch was, nutzt meinen Gutscheincode, kommt mir ein bisschen was zugute. Dafür schon mal vielen Dank und wir schauen jetzt ins Buch hin. Ja, wir haben das Übliche im Buch. Wir haben in der Mitte wieder ein Poster mit drin. Diesmal auch wieder mit Bowser aus Super Mario. Ich glaube, das war auch ein Motiv vom T-Shirt von vor 2 Monaten war das, glaube ich, drin. Und ja, dann haben wir das T-Shirt. Zu Pokémon Unite ist das. Ja, weil es wieder ein neues Game gibt, deswegen das T-Shirt. Okay, alles klar, kann man machen. 15 € T-Shirt, das Kissen auch mit 15 €. Dann haben wir einmal diesen Pullback für 7,95. Ja, nein, es ist eine schöne Figur. Ist okay für den Preis, gar kein Thema. Wir haben einen Schlüsselanhänger mit 4,95 € und einmal die Postkarte ist gratis. Dann haben wir hier unsere Süßigkeit, dieses gesalzene Karamell hätte es auch noch gegeben mit Haselnuss und Kaffee. Ja, ich muss natürlich wieder Karamell kriegen. Über Haselnuss hätte ich mich gefreut, über Kaffee auch. Das ist okay. Und als Upgrade war eben dieses Harry Potter Buch drin. Ja, Freunde, das war's auch schon für diesen Monat bei der Loot-Chest Nerd Box. Die kommt dann nächsten Monat im Oktober wieder. Ich hoffe, Oktober ist das so ein bisschen die Halloween-Zeit, dass wir dieses Jahr wieder so eine kleine Horrorbox bekommen. Das würde mich freuen. Loot-Chest, falls ihr das seht, packt ein paar Horrorartikel mit drin. Es muss nicht überwiegend mit Horror sein, aber so ein paar wäre schon cool, ja? Und da an, ja, 1, 2, 3, 4 Möbelwagen. 9 Stunden Arbeitszeit. Man mag es mir nachsehen. Dankeschön.
Ja, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Und ja, ansonsten wünsche ich euch wie immer noch einen schönen Abend oder je nachdem, wenn ihr das Video natürlich auch seht, einen schönen Tag, schönes Wochenende. Wir sehen uns zum nächsten Unboxing. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüssi.